Aurora Games presents Irgendwann mal. Genau. Together B&B. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ja. Es gibt's auf Steam für 15 Euro. Im Übrigen mal jetzt zu den ganzen Neuerscheinungen, die alle so gekommen sind und die so angekommen waren wie Call of Duty, bla bla bla. Es gab ja Unmengen Neuerscheinungen. Ging das ganz schön unter. Jetzt kommt übrigens Regen. Ich weiß nicht warum, aber ist ja auch egal. So, das Spiel wurde also entwickelt von den Aurora Games, auch gepublished von Aurora Games. Aurora Games ist so ein Studio. Die haben mal, ich habe mal nachgegoogelt darüber, Together VR rausgebracht. Das war auch so super komisches Spiel, das irgendwie, keine Ahnung, warte, machst du eigentlich nichts groß, ich habe ein YouTube-Video angesehen. Und dann haben die gesagt, hey, wir bringen mal Together BNB raus. So, gab es auch Kickstarter-Kampagne und alles und ja, jetzt ist es da, seit dem 9. April erschienen, hat eine ausgeglichene Bewertung und jetzt lese ich euch mal ganz kurz im Schnelldurchlauf vor, was denn die Texte sind. Early Access, Simulation, Dating Game, Abenteuer, Open World, Visual Novel, 3D, Gelegenheitsspiel, Live Sim, Anime, Indie, Niedlich, RPG, Erkundung, Laufsimulation, FPS, schön, farbfroh, Eco-Perspektive und realistisch. Wow, mehr Text in ein Spiel geht einfach nicht reingeballert. So, auf alle Fälle ist das jetzt das Spiel. Ich habe keine Ahnung, um was es da geht. Ich habe es noch nicht einmal richtig angespielt. Das ist das erste Mal, dass ich es mit euch spiele. Und ich dachte mir mal so, wir machen mal ungefähr eine Stunde mit da draus. Ich stelle mir gleich mal einen Timer fertig. Und ihr könnt entscheiden, ob der Kram weitergehen wird oder nicht. Das ist mir egal. Das müsst ihr herausfinden. Oder müsst ihr entscheiden. Ich bin da heute voll offen bei. Ah, 1.15. Komm, wir geben dem Spiel mal eine Chance, ne? So. Dann hoffe ich mal, dass alles gut funktionieren wird. Ich bete dafür, weil die Aufnahme war auch ziemlich katastrophal. Keine Ahnung warum. So, und wir stürzen uns einfach mal in das Abenteuer von Together BNB. Loading, please wait a moment. Ich hoffe, die Ladephase dauert nicht so lange. Ja, gar keine Ahnung, was es ist. Also wie gesagt, ich habe es mir über Steam mal gesehen und habe mir gedacht, hey, kenne ich noch nicht, habe ich noch nicht gespielt. Sowas, also gut, von Sims her ja. Von Sims kam ja zum Beispiel Tended und sowas alles heraus. Aber diese, sowas in der Art habe ich auch noch nicht großartig gespielt. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt drauf, ob das wirklich so eine Art, weil es wird ja auch bald Paralyze oder, nee, keine Ahnung was, so als chronischer Sim-Nachfolger gekrönt. Und jetzt kommt sowas hier. Da bin ich mal sehr gespannt, was das da werden wird. Es ladet immer noch übrigens. Ja, es ist eine sehr, sehr lange Ladephase, die wir leider zusammen überstehen müssen. Ich bin wirklich tierisch gespannt. Ich hoffe. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Auf alle Fälle kam ein Update. Das kann ich schon mal erzählen. Also das Spiel wurde geupdatet. Ist ja ein Early Access Spiel. Das werdet ihr auf alle Fälle mitkriegen. Was ich allerdings zu Aurora Games sagen muss, ist, dass sie sich sehr, sehr viel Mühe geben mit ihren Spielen. Und sie auch wirklich teilweise fertigstellen. Sie haben nur zwei Spiele rausgebracht, aber dieses VR Together, gut, das war jetzt keine Bombenhit, aber sie haben es fertiggestellt. Das muss man dem mal lassen. Und sie haben es auch regelmäßig gepatcht. Mal gucken, was mich jetzt hier erwarten wird. Ein schwarzer Bildschirm. Ein Telefon? Oh no, Carl. Muss ich da rangehen? Ich will nicht. Ich kenne die Nummer nicht. Ey, wer geht bei unbekannten Nummern bitte ans Telefon? Kein Schwanz. Ach so. Echt? Ja gut, dann drück mal drauf. Hallo? Hallo. Sorry to interrupt. I'm calling from Together B&B. May I ask if you know Max? Was? Hello? Anyone there? Nö. Nein, nein, kein Anschluss. Was? Ich muss da drauf drücken? Oh, wer? This is Emily. I'm a guest here at Together B&B. I found this number on a note right by the phone. Hm? It says emergency number. Bei mir bist du garantiert nicht in der emergency number. Here's the thing. Do you know Max? Max? Nö, keine Ahnung.
Es ist James. Mac ist mein. Was ist das? Mein Bruder. Okay, alles klar. Thank goodness. What the fuck? Your brother went out and haven't returned since then. He didn't even answer his cell phone. Aha. We have three people here at the moment. Drei? We don't really know the area and okay. We're running out of food. Was? Can you come over and help us? Please. Nein? Kenne ich nicht? Weiß ich doch nicht, was mein Bruder, mein angeblicher Bruder, mit euch so zu tun hat. Wir müssen wohl da drauf drücken, wa? Ja, gut. Er hat keine Ahnung, wer es ist. Was ist mein Bruder für ein komischer Vogel? Warum wissen die nicht, wo die sind? Warum haben die keine Ahnung? Warum haben die kein Essen mehr? Warum ist der weggegangen? Was ist hier los? Hallo? Wenn du mit so einem Intro begrüßt wirst, na Prost Mahlzeit, in so einer Sprache. What the fuck? Who are you? Wer bist du? How did you get in? Was willst du? Ah! Warum geht das so schnell? Oh, you're Max's brother, right? Nein. Oh, wait a moment. What the fuck? Wurden die mit Google Chrome übersetzt oder was? Warum rennst du so bescheuert? Kann ich mich drehen? Oh Gott! Lass mich raus! Lass mich weg! Ah! Da kommt der nächste. Ach du Kacke. Ah! Na, ich weiß schon, wobei hier auf alle Fälle geachtet worden ist. Geil! Ah, ja, ja. Ja, lass, was willst du? Hi. I'm Mama. Thank you so much. Was bist du? I want 10 bucks. Du kriegst gleich 10 Schläge in die Fresse. Let's take a picture. Warum? Hau bloß ab von mir, du Psychotante. I wasn't used to it at the beginning. Nana likes to take photos. She's only here for one day. And she took hundreds of photos. And she's an internet sensation. Was? She's got tens of thousands of fans on the internet. They enjoyed her performance. And that makes sense. I personally think she's gorgeous. Joins her performance, yeah. I'm Emily. The one who spoke with you on the phone. Du bist also die dumme, wenn ich hier bin, ja? Nein. What the fuck ist das? I'm boiling water. Follow me. Warum rennst du so? Ach du Scheiße, was hab ich mir hier... Ah, nein. Ey, Leute, gleich ohne Vorwarnung vorweg. Das Spiel ist doch ein VR-Spiel, oder? Ey, kein Witz. So eine Steuerung kenne ich bisher nur aus VR. Was? Basic Controls. Walk, Sprint, Jump, Crouch. Crouch ist wohl das Optimale für alle Sachen. Oh Mann, ich sehe jetzt schon, wir werden Spaß haben. So, Inventory, Use Weapon, Flashlight, Map. Jetzt bin ich aber surprised. Use Weapon Control. Jo, das sehe ich mir mal an. Use Weapon Shot, Next Weapon Reload, Use Biodetector. What the fuck, was wird das denn? Map System. Hier gibt es ja echt eine richtige Map. Alter Falter, jetzt bin ich aber überrascht. Okay, kurzes Überraschungsmoment ist doch mal geglückt, nachdem die Dinger gewackelt haben. Oh Gott, nein, ey. Alter Falter, your position, vehicle position. Oh, ich habe sogar ein Fahrzeug, okay. Tip on the markers, click on remove. Okay. Click on the text. Was gibt's denn? Gibt's nur das hier? Eric Stores? Aha. Tag, teleportieren. Aha, man kann sogar teleportieren, also muss nicht alles fahren. PS, Control, Wheel, Limited, okay. Basketball Interactions? Es gibt Basketball. Ja, ich habe draußen einen Korb gesehen, aber ich habe nicht gedacht, dass man interagieren kann mit. Okay, Klaus. So, bye bye, war schön mit euch. Ich muss leider los. War nicht Shift schneller rennen? Ich will doch nur. Okay. Okay, wisst ihr was? Okay, der Basketballkorb ist schon mal da. Sehr schön. Ey, wie zum Gottesgeier fucking Namen kommen die, sie ist seit einem Tag hier angeblich und macht ja super viele Fotos.
Ich sehe the one day. Mann, ja, ich hab's ja kapiert. Ich darf mich nicht umsehen. Gut, freie Interaktion, nein, danke oder was? Oh, hey. Wir haben einen Körper, wir haben einen richtigen Körper, Alter. In welchem Spiel ist das möglich? Wer gibt sich mal Mühe, ein eigenes, das ist doch ein VR-Spiel, oder? Ey, leck mich am Arsch, da muss ich meine VR-Brille nachher. Kein Wunder, dass sich mein Oculus vorhin angeschmissen hat. Das muss VR, obwohl da steht drinnen nicht VR. Aber guckt euch mal die G-Animation bitte an. Ey, man hat sich wirklich mal selbst beim Gehen Mühe gegeben. Achten wir jetzt so auf die allgemeinen Texturen, sieht das Haus ja ganz schön aus. Ich frage mich nur, warum man ein Haus hier in den Bergen hinsetzt. Und warum fehlt da oben ein Stück Dach? Haben die Mauern bis... Boah, Alter, hier muss es ja ziehen wie Echtsuppe. Und hier ist die Küche? Why fucking... Oh, das ist ja arschkalt. So, Tag, ich bin da. Ach, wir können es ja wieder drehen. Komm. Yo, Plätscher, Plätscher. Das muss aber große Kanne sein, die du mir gerade eingießt hier. Holy fuck. I stayed here for 2 days already. It's very lovely and comfortable. I like it. Die Sprachausgabe ist der Best, ey. Wow. 2 days ago, Max made us breakfast in the morning. Then he went hunting. He said, we could barbecue in the evening. Hä? Was zum Teufel ist mein Bruder? Und warum bringt ihr Frauen hierher? What the fuck is wrong with him? Ey, ehrlich, jetzt ohne Mist, was ist los mit dir, Jung? Mein Bruder, musst du ein bisschen geisteskrank sein, wa? Gestört? But it's been 2 days. We tried his cell phone. We can't get hold of him. I'm worried. Warum? Ist doch nur mein Bruder. Ist doch alles gut. Let's go to the lobby. Warum? Ich will dich. Ich will doch nur nach Hause. Lasst mich einfach weg. Warum darf ich mich denn nicht bewegen, verdammte Scheiße? Ach so, sie muss erst dreimal mit den Arsch wackeln. Ei, Kadamba. Okay. Also, warte mal, dass ich es richtig verstanden habe, was sie gerade gesagt hat. Sie ist seit 2 Tagen hier. So, jetzt gehen wir mal Logik durch. Sie ist seit 2 Tagen hier, die eine ist seit 1 Tag hier. Mein Bruder ist aber schon seit 2 Tagen verschwunden in den Wäldern. What? What is wrong? Warum ein Feuerlöscher? Gut, bei der Küche. Ich meine, das ist doch alles so. Das ist, wow, ist perfekt, geil, gefällt mir jetzt schon mal. Das ist ein... Oh, Mann! Oh. Da kriegst du ja schon Kopfschmerzen hinten, ey. Vor allen Dingen, die Übersetzung ist ja der Premium-Bullshit, ey. Das ist ja wirklich der Burner, ey. Eine schöne Gegend aber, ne? Also jetzt mal ganz ohne Mist, also die Gegend, so die Aus... Ey, wenn ich so ein Haus hätte, ohne Fuck, ne? Echt schön. Also jetzt gehen wir mal davon aus, Corona-Zeiten hast du so ein schönes Ausblicksding, ey. Warte mal, ist das dasselbe Küchenmodell wie da hinten? Warum hast du dumme Schnöpfe nicht die Küche, die Tee hier gemacht? Hier ist auch ein Herd. So, follow Emily. Is complete. Warum? Wenn ich nicht setzen möchte? Ach so, es gibt jetzt sogar das Punkt. Wow, wir können Sachen anklicken. Ey, das muss ein VR-Spiel sein. Ja, wäre es noch lustiger. Bloß nicht zu weit drehen dürfen. Man könnte hier was sehen, was man nicht sehen will. Im Übrigen, falls jetzt alle Leute hier gleich voll ausflippen und mal, oh Gott, wie kann man nur, das gibt doch nicht das sehen. Nein, es soll keine geben. Tag. I found your phone number over there. Hast schon mal gesagt. So, hör sich ein bisschen leiser an, Schätzchen. Okay, ich hab... Ja. Was? Ah! Wo kommt die denn her? Oh,
experience, right? You're finally here. What took you so long? Ich wusste nicht mal, dass ihr hier seid. I told your brother the day before yesterday. Hä, ich denke, der ist schon seit 2 Tagen verschwunden. I was drinking freshly grown coffee in Russia. Russia? Oh. I asked him to bring me good coffee. Aha. Und? But all he had was this instant coffee. Oh, das tut mir aber wirklich I leid. He already found what I wanted while he's gone. Oh nein, die kommt wieder. I forgot to ask you for your number. Warum? Kriegst du mal die Nummer? Let's exchange contact info. Was? Bist du besoffen? Geh kacken, du blöde Missgeburt. Yes. Exchange numbers. We used to send messages to Max when he needs something. Nein. Nein. Ey, bei aller Liebe. Was? Oh, by the way. Max room is on the second floor. You must be very familiar. Maybe he left behind some information for you. His room is unlocked. I suppose you have the keys. You're the man. Hilfe, ich bin in der Hölle. Ich bin in der fucking Hölle. Wohin gehen die jetzt? Im Übrigen, falls ihr euch fragen solltet, was das ist, ja, es ist wirklich echt schlecht synchronisiert und ja, ihr hört wirklich auch wie ich manchmal so ein dumpfes Ton, als wäre die Dame genau gerade gegen ihr Mikrofon gekommen. Press movement to leave. Ich habe immer mal einen Kaffee gesoffen. Also saving. Save scare. Okay. Lasst mich eben ganz kurz mal gucken. Ich kann nicht mal irgendwelche Einstellungen umändern. Das tut mir leid, das müssen wir. Wo gehen die? Da ist ja noch ein raus. Oh, ich kann doch schnell rennen. What the fuck ist das? Was? Hä? Also erstmal ohne Scheiß. Geschweige, das ist mein Bruder gewesen, der hier lebt. Ich gehe flüchten. Warum baut der so ein Zimmer da ein? Was hat das für einen Grund? Warum rennen die da alle wie die Vogelscheuchen rein? Sind das deren Häuser oder was? Ich habe keine Ahnung. Habe ich hier ein Hotel? Oder was ist hier kaputt? Wo gehen die denn hin? Naja. Okay. Nehmen wir uns alles mal so. Oh, zieh bloß die Gardinen zu. Ist alles in Ordnung. Mach mal. Genau. Echt jetzt? Okay. Schön. Ich hoffe, er hat nicht die Nummer mit den blöden Gänsen ausgetauscht. So, wir sollen den Raum... Sie haben gesagt, dass... warte mal, lass uns mal ganz kurz etwas umsehen. So, hier ist die Garage. Okay. Ein schwebender Basketball ist genau das. Display Consolen for Interactions. Jetzt hör mal her. So, hold the ball. Reset. Okay. Ein fliegender Ball, das ist nicht genau das... Wow. Ich kann werfen. Oh Gott, hat der einen Knall. Alter, das tut ja schon richtig weh auf den Headset. Nein. Ach komm, das schaffe ich. Oh, ich muss mich einmal dran gewöhnen, dass ich das halten muss. Ich will gar nicht wissen, wie Auto fahren hier nachher wird. Knapp daneben ist auch vorbei. Ach komm, komm, das muss ich jetzt machen. Das geht nicht, das muss ich einfach mal einmal schaffen. Na, das gibt's doch nicht. Die scheiß Physics, ey. Aber realistic, ne? Und dabei war ich mal so gut im Basketballspielen. Spiel über Bande. Vergiss es. Der fliegt wie eine 10-Tonnen-Maschine, ey. Boah, Alter, das hält aber nach, ey. Hammer. Also an den Sounddesign muss man noch ein bisschen was dran bearbeiten. Gerade an der Stimmlage. Boah, Alter. Oh, yo. Ich weiß schon, für was die meisten Flaschen so draufgingen, ne? Wieso eigentlich ist die eine aus Russland?
Nana will ich gar nicht erst drüber reden. Warum ist hier ein Telefon? Was steht denn da? Kann kein Mensch mehr lesen. Ist aber eigentlich gar nicht mal so eine dumme Idee, wenn es wirklich mit unterirdischer Anschlussleitung gelegt ist, hier oben in den Bergen, wäre das gar nicht mal so eine ganz verkehrte Idee, falls mal der Strom ausfällt. Aber, dass sie dafür noch Geld haben wollen, finde ich euch ein bisschen dreist. So, wir gehen mal weiter. Wo sind wir denn hier? Was ist das? E to turn on the projector? Wo ist der? Projektor? Ich hatte doch gerade ein Projektor. Wo ist denn so der Projektor? Ach, da oben. Jetzt will ich ihn anmachen. Was soll das? Oh, eine Katze. Oh. Wellen. Ah, wie beruhigend. Was zum Fuck soll das? Ich glaube, ich weiß schon, warum ich keinen Kontakt mehr zu meinem Bruder hatte. Natürlich darf hier neben mein Klo nicht fehlen. Man weiß ja nie, wofür man das bei der Ruhe und der Sinnlichkeit doch gebraucht. Oh, Alter. Wieso zum Teufel soll man sich so einen Scheiß hier angucken? Vor allen Dingen eine Katze und... Oh Gott, ich lass sein. Kann ich mich 5 Stunden lang drüber aufregen. Das war's. Ich denke, oben ist mein Bereich für... Hä? Habe ich irgendwo... Da ist doch noch etwas, ne? Wo geht's denn? Hier geht's nirgendwo lang, okay. Ach, hier geht's hoch, okay. Ja. Wir wissen schon mal, für was dieser Bereich gut genutzt wird. Der Massage- und Saunabereich. Mhm. Alter, aber die Aussage alleine hätte mir schon echt zu Kanten gegeben. So. Lock, find the key. Lock, find the keys. Lock, find the keys. The key is under the fire extinguisher in front of the doors. Jetzt ernsthaft? Hier? Interact. Joa. Da ist er ja. Sehr gutes Versteck. Take. Warum auch nicht? So, jetzt kann ich also hier rein. Locked. Find the key. Ah. Ach so, das ist nur für den Raum. Max Wissen Room completed. Mal sehen, ob Max irgendwelche... Alter, was für eine... Alter. Jetzt im Ernst? Was war mein Bruder denn für ein abgefuckter Spanner? Erstmal den Berg beobachten. Alter, ihr dummen Hühner, habt auch noch nie was davon gehört, mal die Gardinen zuzuziehen, oder? Sauber. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Bett. Das können wir auch benutzen. Wir haben einen Schlüssel. Den nehme ich. Den brauche ich. Room Key 2. Store Business Card. Scheint wohl auch um Geld zu gehen. Get Stop-Pay Card. Okay. Max Room completed. Gut. Talk to... Was? T zu Zephyr. Oh, jetzt geht's los. Alter, was ist hier kaputt? Gut. Gut. Good Dog. Good Dog Maps, ja. Good Dog Maps. Was ist das? Soll Skype sein? Ah! Ah, diese Seite nie wieder. Ich habe nur die Freunde. Wollt ihr mich verarschen? Memos. Ah, da können wir also unsere Task komplizieren. Ja, ist klar. Im Album können wir uns unsere der. Was ein Abschleppdienst auch noch. So, wir gucken mal uns die Map an. Ja, close mal die Scheiße. Ah, okay. Was haben wir denn da? Da ist auch noch ein Haus, 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 da ist auch noch ein Haus. Hey, die scheint was Größeres hier vor. Logan Store. Dean Store. Eric Store. Ey, hier sind eine ganze Menge Häuser noch. Guck mal. Sag mal, geht's auch weiter runter? Ey, die Map ist aber... Ist aber riesig. Okay. Ach, sollten wir nicht noch nach Informationen oder sowas suchen?
Na gut, dann nicht. What? What? Ein Ausweg aus meinem Leben. Kann man hier auch irgendwie, wie war das nochmal? Ah, da, use Rappen. Ernsthaft? Ich kann nicht visieren, aber mein Leben könnte sich ganz schnell wieder zum Positiven ändern. Warum zum Teufel hat mein Bruder eine fucking Waffe? Was ist der Junge? Psychopath? Jetzt mal ohne Fuck. Stellt euch mal vor, ihr hättet von meinem Bruder, da rufen euch drei Hühner an und sagen, die haben eure Nummer gefunden. Ihr solltet mal ganz kurz herkommen, weil die haben nichts mehr zu fressen. Nach drei Tagen haben sie den Kühlschrank leer gefressen. Jetzt überlegt euch mal das. Nach drei Tagen oder was weiß ich, haben die den kompletten Kühlschrank leer gemampft. Ich meine, was ist mein Bruder? Jetzt weiß ich auch, warum er weg ist. Weil er einfach keinen Bock mehr auf die drei hatte. Obwohl, da ist ein freies Zimmer. Und wenn ein freies Zimmer irgendwo ist, heißt das, da kommt noch irgendwo ein Chick an. Das heißt also, mein Bruder ist gerade nur irgendwo wieder auf der Welt am Suchen nach irgendeiner armen Frau, die er entführen kann und hier einsperren kann. Oder was? Ist das ein Entführungssimulator oder sowas in der Richtung? Ich frage ja nur. Muss man ja mal abgesprochen haben. Was soll ich jetzt überhaupt machen? Wo sind meine Tasks? Ich will gerne meine Tasks sehen. Wie war das nochmal mit den Tasks überhaupt? Ah ja, auf T. Genau, meine Memos. So, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Talk to... Ich soll mit drei Store-Mitarbeitern sprechen. Attacken war das mal. Und ich soll da jetzt hinlaufen? Ja, why not? Oh, 800 noch was Kilometer. Ja, 800 noch was Meter. Ja, komm, die schaffen wir. Darf ich auch schon weg? Ist das erlaubt? Darf ich überhaupt weg? So. I had to walk. Why? Warum zum Tor? Was ist hier? Unsichtbare Wand? Ach nee, eine Tür. Aber mit Glas. Wer verkleidet denn bitte sein... Oh Gott, ey. So, wir müssen also zu Fuß gehen. Jo, holen wir schon mal die Gun raus, ne? Wer weiß, vielleicht treffen wir hier gleich einen verteufelten Kobold. Aber lass es mal hingehen. Bloß weg von dem Haus. Ich meine, schlimmer kann es ja gar nicht mehr werden. So, dann gehen wir mal. Also wir haben kein Hungersymbol, wir dürfen keine Steine aufheben, wir können keine Bäume fällen. Survival, Überlebenssimulation, schon mal Outplay. Aber da ist eine Straße, Mann. Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, optisch macht das einen schönen Eindruck. Die Gegend sieht schön aus. Wenn man sie auch wirklich überall erkunden kann, das ich noch nicht ganz genau weiß, aber man rausfinden könnte, ne? Da ist er. Der tollwütige Hirsch. So, den schleichen wir uns an. Oh Gott, bis ich da angeschlichen bin, ist es Halbzeit. Ja. Ach, du siehst mich sowieso nicht. Ich komme, um dich zu holen. Ja. Du siehst... Der sieht mich echt nicht. Alter, im Hunter dürftest du das aber nicht bringen, ey. Ich feuer jetzt mal voll drauf. Mann! Ja! Ich hab dich! Ich hab dich! So, und jetzt... Search. Was, echt jetzt? Er skinnt das Tier. Ja, holy fuck. Ich hätte ja mit allen gerechnet, aber nicht mit sowas in so einem Spiel. Alter. Jo, ist klar. Also da hat man sich wirklich überlegt, alles aus anderen Spielen herauszuschmeißen und irgendwie noch eine Dating-Simulation mit einzubauen, wa? Ganz klar gesagt, Leute. Ohne Witz. Mein Bruder ist ein psychopathischer, verrückter Irrer, der irgendwo Leute entführt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wow, wir haben manchmal auch ganz schön einen Laderuckler. Also FPS-mäßig, muss ich das Spiel sagen, ist das gerade echt nicht gerade das Beste. Aber was soll's, wir spielen weiter.
Also wenn die Areale aufladen, man sieht es schon. Oh, was ist das da hinten? Ah, okay. Warnung vor Hirschen. Das sind ja nur noch 200 Meter. Knapp unter 200 Meter. Haben wir ja gleich geschafft. Kann ich springen? Ja, kann ich. Oh mein Gott. 50 Jahre später. Die Sonne steht im Zenit. Und ich habe einen Reh gekillt. Ist das Inventories? Yes, es gibt wirklich ein scheiß Inventory. Ich glaube, ich spinne. Und da ist er. Ein Skin nur. Oh, kein Fleisch. Soll er liegen lassen? Sehr unprofessionell. So, da sind wir doch mal. Forest Box. Mal sehen, was wir hier so haben. Ich bin mal gespannt. Ach, hier, da sitzt da. Der Wily Pete, ey. Ja, ist klar. Okay. Eric. Talk, Eric. Eric? Hier. Leben an Eric. Yo, yo. Look who this is. Hä? It's been a while. Du kennst mich? How do you know I'm here? There. It must be your brother. Thank you both for the help with my dad's thing. Ich kenn dich nicht. So many stuff to take care around. You're fucking welcome. Fuck you. Hey, check out these ores. No idea where your brother found these. It's damn good quality, eh? Yay! Damn good quality, eh? Fuck. He's got quite a fortune with all these. But he's missing. I came here because of car. Because Gäste, ja. Nennen Sie mal Gäste. Oh, really? That's why he didn't came visit these days. So, he left all the BNB stuff for you to take care? BNB. Asshole. He went off partying with a chick, probably. Few days ago, he told me he's been chatting with a chick on the phone for 2 hours. Oh, yeah. Shit. Wow. He just fuck her. Takes 2 hours, too. Das deins, hoffentlich. Look around, eh? Let me know if you need anything. Jetzt redest du auch 2 Stunden wohl mit dem Chick, wa? Bin das ich? Das bin nicht ich, oder? Nee, das ist ja. Kann ich die Sachen einfach klauen? Handy. Wo zum Teufel? Forest Box, Special Order. Nee, Special Offer. Oh! Wo geht das Spiel hin? Warum zum Teufel brauchst du in der verfickten Einöde sowas? Das gibt's doch nicht mehr. In der verfickten, abgeschotteten Welt. Ey, letztes Stück Land auf den Erden kauft er in seinem Markt so eine Scheiße ein. Trinkautomaten kann ich verstehen, Feuerlöscher kann ich verstehen, dekorative Sachen für Touristen, die gerne mal hier vorbeikommen sollten. Wage ich ja sehr zu bezweifeln, das zeigt ziemlich schlau, ab vom Schuss zu sein. Aber wir können ja gleich mal den nächsten Markt aufsuchen. Kann ja besser werden. Also das ist Eric Store. In Ordnung, Eric. Ja. Gut. Aber, man muss hinzusagen, Eric hat immerhin noch eine Tankstelle. So, wir wollen mal den nächsten Store in 300 Meter ablaufen. Hatten wir nicht irgendwo auch ein Vehicle? Ne, wir haben noch keins. Also ehrlich gesagt, ne? Auf einer Seite vergraut mich dieses Spiel gerade komplett. Also ich kriege richtig Para bei der Übersetzung. Da kann man definitiv noch ein bisschen was rausholen. Also an der Übersetzung kann man noch arbeiten. Nehmen wir das mal als Early Access Vergehen an. Da kann man auch definitiv was rausholen. Eine bessere Synchronisierung ist nie ein Ding. Das ist einfach 0815 Standard-Synchronisierung. Also das ist ja, wow. So habe ich mal angefangen zu Let's Playen, glaube ich. Da war meine Synchronisierung so ungefähr wie das gerade gewesen. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr rausholen. So. Map-Design finde ich ehrlich gesagt ziemlich schön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Map haben die sich echt scheiß viel Mühe gegeben. Das sieht schon geil aus, hat auch schon etwas, wenn du in so einer Art Dings unterwegs bist.
in so einem schönen Wald oder so. Storyline, lasst uns das mal etwas besser aufklären, dass unser Bruder nicht gerade wie der letzte Psychopath wirkt. So, wir gehen in den nächsten Storm, mal sehen, wer hier rumsitzt. Wer ist das? Was ist das? Hallo? Menschlichkeit? Bist du ein Mensch oder nicht? Okay, wir lassen es mal. Ken. Jetzt gibt's auch noch Ken. Oh, hallo. You're Max' brother, eh? It's James, right? Here for vacation? Ihr müsst Brüder sein, wow. Ihr beiden, ne? It's been a long time. Thanks for attending my dad's funeral last time. Wie viele Leuten habe ich denn irgendwie geholfen, Mann? I'm not a chef anymore. I'm now taking over my dad's store. Na, zum Glück. We have fresh products here. My brother is at the other end selling groceries. Ich wusste, dass Brüder sind. Ach du Scheiße, das sind wirklich Brüder. Wie habt ihr euch denn fortgepflanzt? Where's your brother? You didn't come together? Voll schweigsam, I'm looking for. That explains. Haven't seen him in days. I think he went to the forest up north for hunting. Oh Gott. So now you're looking after the B&B? Ah, that's gotta be. Oh Gott. Max is such a troublemaker. Das kann ich mir vorstellen, das ist such a trouble. Übrigens. But don't worry. What? He'll be back in a few days. Meinst du, Bubi? Oh nein. Warum sendet ihr mir denn jetzt schon eine Textnachricht? Oh. Hi, James. I have hungry. Ey, hallo, wir haben uns schon tausendmal Hi gesagt, du blöde Kuh. Also, wenn du eine Social-Media-Plattform-Experte bist, mit super vielen Followers, dann frage ich mich nur, wie dumm bist du? Hi, Bitch. Oh nein, sie schreibt weiter. Wieso? Was? Just wanted to take a photo with you. Kann ich irgendwie sagen, irgendwas anderes auswählen, wie zum Beispiel fick dich, lass mich in Ruhe, geh mir nicht auf die Nerven, du kotzt mich an oder ich hab eine Knarre und werde nach Hause kommen und dich erschießen? Aber es dauert in Real Life wirklich immer so lange, bis manche Leute schreiben. I'm sorry. I was a little nervous. A bad one. A little fuse. Can I take photos with you next time? Nein! Oh, fuck, nein. Ich will Nein drücken. Ein bisschen mehr Auswahl an Kreativität wäre auch schön. Nein. Niemals. Nie im Leben. Fahr zur Hölle. Dann hätte ich gerne noch als Auswahl. Geh sterben. Hol dir selbst ein Fressen. Sure. If there's a chance. Oh Gott. Oh nein. Wieso kriegen die hier eigentlich Internetempfang? I'm looking forward to this. Was? By the way, you are going back to be with your girlfriend tonight, are you? Let's see. Oh Gott. Ah, kann ich jetzt ausmachen? Hat sie ausgetextet? Schließt sich das Ding aus? I'm going to turn in observation on Max. May I stay away longer? Oh nein. Ich würde einen Scheiß auf meinen Bruder geben. Ohne Fuck. Ich würde einen Scheiß drauf geben. Really? Oh, fuck, nein. Splash. Warum Splash? Huh.
Könnte ich. If you can help. Oh, jetzt text him. Oh Gott, nein, ey. Will you patrol at night? Da schlafe ich, du blöde Kuh. Hilfe, liebe Leute, ich sehe schon, das wird ganz schlimm. Close. Definitiv. Hier, ich habe einen Job für dich. Da oben sind 3 durchgeknallte Hühner. Willst du da nicht hingehen? Du kommst bestimmt gut da an. Meinst du nicht? Freut mich sehr, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Ken, pass bitte auf. Da hinten steht eine Packung, wo drauf steht, zerbrechlich. Oh, ich kann nur noch reinzoomen. Nee. Check up. Nein, lass uns raus. Check out heißt Kohle ausgeben. Was hat der überhaupt hier? Mini Chocolate. Apples Mind. Jumba Car. Oh, cool. Oh. Positiv. Sie haben wirklich an alles gedacht. Du kannst alles mitnehmen in den Laden. Okay, das mag ich. Sehr viele Auswahl. Oh, wow. Ey, du kommst hier wirklich. Also, das muss ich mal lassen. Außer Ken da hinten kommt mir das Ganze hier wirklich vor wie ein richtiges. Oh ja, wie ein richtiges. Wie einen richtigen Laden. Cool gemacht. Ehrlich gesagt, wirklich. Die Preise sind zwar echt Bombe. 700, 600. Das. Wow, Strawberry. Ja! Ich brauche Alkohol, damit ich mir die Welt schön saufen kann hier. Ich glaube, ich kaufe nachher die ganze Bar hier auf, sauf mir die Hucke zu und hoffe, daran verrecke ich. Also supermarktmäßig echt schön und vor allen Dingen auch wirklich mal dran gedacht, viel Auswahl. Außer Ken hier hinten ist alles cool. So, komm, wir verpissen uns, wir wollen den letzten kennenlernen. Das müsste dann, glaube ich, bestimmt vielleicht, wenn ich Glück habe, der Vater sein hier in Logan Store. So, close. Da gehen wir heute auf alle Fälle nochmal hin. Können wir auch im Müll rumwühlen? Ne, die sind aber nur Deko. Ah, ich freue mich schon auf den Tag, wo ich endlich mein Auto habe und nicht mehr 150 Kilometer laufen muss. Auch interessant, dass jemand mal berücksichtigt hat, dass es Stromleitungen gibt und Telefonleitungen. Ehrlich jetzt, ohne Scheiß, so eine kleinen Objektdetails fallen auf. Windräder hinten in der Ecke, guckt euch das an. Damit sich dieser eigene Ort hier mit Strom versorgt. Ey, es ist doch mal echt eine interessante Idee. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Setting, also Map-Setting, gut, wirklich, kann ich mich nicht beschweren. So, jetzt wollen wir mal zu Lo. Oh. Ich bin zu Hause. Oh, can I have this? Take it. Yes! Oh. Ich. Who the hell are you? If you don't have a license, leave now. Oh, it's you. Jeder kennt mich. Na gut, bei der kleinen Hütte. Ich hab eine Lizenz. Gib. Like was? Stop hanging around with my brothers. Pussy. They have no future. They're wearing fucking apron. You should man up, you know? Oh Gott. You know I'm married. I'm tough guy. Du bist verheiratet. Wie hast du das denn hingekriegt? Do you want coffee? I'll get my little bitch make you some coffee. She's good. Gott, nein. Susie? Where did she go? Right. Wahrscheinlich. Here are the keys your brother left behind last time. Bring it back to him for me, will you? Kriege ich die Knarre gleich. He hasn't been drinking here for the past few days. Aha. Oh. harter Tobak. Shit. Your brother hangs around and dig up other people's privacy. Maybe someone's up his ass. Or he went off selling his scoop. Newspapers. Unfreiwillig komisch. Wow. Susie, come make coffee. Come make coffee. You better watch out yourself. Let me know if you need a gun. This counts.
Ja, bitte, ich möchte die Waffe, gib sie mir. Alright. I gotta go find that bitch. Ich kann dir das nicht abkaufen. Daddy's here to spank you. Das gibt's doch nicht. Was ist das für Idioten? Nein, ey, ich kann mich nicht mehr aufs Spiel konzentrieren. Oh Gott. Gib mir die Knarre, Alter. Was? Oh Gott. Nee, lass mal. Da soll City doch lieber noch 3 Kaffee aufbrühen. Oh Gott, nein. Ich kann die nicht ernst nehmen. Das geht absolut nicht, Leute. Wir können Handgranaten. Ah, du Scheiße. Das ist ja zu geil. Ich krieg mich nicht mehr ein, ey. Was ist das denn? Spray-Catlets? Lass mich mal kurz rangucken. Sind das so... Sind das so Blendgranaten? Immerhin gibt's eine Postcard von Rife. Das ist doch nicht euer Ernst. Das kann nicht euer Ernst sein. Oh Gott, Sprühfarbe. Waterproof. Ich bin fertig. Ach Gott, nach der Stunde bin ich durch. Das ist geil. Das ist einfach nur geil. Ey Leute, ohne Mist, für 15 Euro habe ich noch nie so viel Spaß in einem Spiel gehabt. Oh, alleine bei der Synchro von dem Kerl haut's mir aus den Socken. Und vor allen Dingen, überlegt euch mal, ihr sollt ja jagen, hier stand ja Hunting drinne. Ihr sollt mit Granaten jagen. Ihr macht den ganzen Erdboden gleich. Jetzt überlegt mal, ich gehe mit Granaten auf Hirschjagd. Ja, ist klar. So, ich habe jetzt also einen Schlüssel gekriegt. Das heißt, ich darf Auto fahren oder was? Oh, ist auch schon dunkel. Wo ist denn seine Frau? Kann man da irgendwie reingucken? Es wäre so geil, wenn ich hier reinklippen könnte. Geht das? Ich würde es auch nur einfach einmal... Oh, komm. Ich will nur Susi einmal sehen. Wie sie fucking Kaffee macht, ey. Vor unseren... Na super. Oh, er ist wieder da. Oh, er hat keinen Kaffee gekriegt. Oh, er ist sauer. Yo. Sale, wir können hier was verkaufen. Oh, wir können hier das verkaufen. Oh, für 4.000. Ey. Nicht schlecht. Komm, gleich mal weg damit. Klar. Wir sind jetzt hier doch schon mal ein bisschen näher. Komm, wir reden nochmal mit ihm. Ja, sogar mal, ey. Anything else? Der Hall da drinne. Der Hall. Wow. Wow. Das nehme ich den überhaupt voll ab, dass er so richtig hardcore ist. Enter the car. Oh, so. Na, jetzt fahren wir mal Auto. Hey. Oh. So, wohin wollen wir jetzt? Wir fahren einfach wieder zurück. Ich kann da nicht mehr, ey. Ich kann einfach nicht mehr. Wow, ey, so viel Fun habe ich ja noch nie in einem Game gehabt, ey. Alter, wie hardcore ist der Bass von den Dingen. Yo. Okay. Boah, alter Falter. Gehen wir weiter raus. Boah, das Ding steuert sich wie ein Panzer. Oh, warte mal. Alter, mit der Lautstärke hörst du es auch, wenn ich mal nach Hause komme. Naja, gut. Stört, glaube ich, keinen Idioten, ob hier ein Auspuff kaputt ist. Ich glaube, ich kann auch überall fahren, wo ich will. Okay. So, wo muss ich überhaupt lang? Ich bin hier einmal rüber gehüpft. Ich glaube, hier muss ich rein. Ey, da ist ja so eine Hütte. Komm, wir könnten mal die Hütte. Wie lief ich NASCAR? Wie gehe ich hier raus? Achso, einfach auf E drücken, gut. Wir rüsten uns schon mal mit unserer Gun aus, weil wir auch nicht wissen, ob hier gleich irgendein Zombie auftauchen wird. Okay. Was haben wir denn hier? Gibt's hier irgendwas? Nein, gibt's nix. Können wir da raufklettern oder sowas? Climbing? Nein, können wir auch nicht.
Sind die hinten nur Deko oder wird da irgendwann mal was draus werden? Vielleicht zufälligerweise ein Einzugsbereich. Ehrlich gesagt, wächst das Spiel mit? Wäre auch geil. Oh, sieht aus wie, ein Schild, das einfach mal umgefahren. Alter! Light Effects, auch nicht schlecht. So, schnell mal rein. Starte das Monster! Oh, ist es! Da ist es! Ja, jetzt geht's. Oh. Wer konnte damit rechnen, dass das Ding stehen bleibt? Mein Auto! Wo ist das Reh? Oh, hi! Ja, super. Nein, warte. Warte! Yes! Meine nächsten 4000, bitte. Ist doch klar. Ey, unbeschadete Natur. Hier ist nichts los. Die Rehe haben natürlich keine Angst vor Autos. Warum auch nicht? Ist ja völlig in Ordnung. Der beim Auto rollt. Ey, ich will einsteigen, verdammt! Hier ist gleich nochmal ein Auto, hinterher suchen darf. Kann ich dafür, wenn das Ding da auf einmal neben da stehen bleibt. So, dann müsste ich, glaube ich, jetzt meiner Meinung nach hier lang. Hau die Mutter hoch, Baby. Hau die Mutter hoch. Ich glaube, wir sind gleich da, ne? Sieht so aus wie unser Haus da hinten. So eine Hütte kann nur von uns sein. Hä? Sind wir da oben irgendwo? Ich sehe hier zum Ficken nichts mehr. Muss ich hier irgendwo rauffahren? Testen wir doch mal die Physik von dem Spiel. Okay, alles klar. Warte mal, jetzt lass mich auf Map gucken. Wo bin ich denn gerade? Ach, ich hätte da hinten geradeaus weiter müssen. Okay, ich bin eine. Alles klar. Gut. Fassen wir zusammen, weil da haben wir einen Reh gewischt. So, übrigens mit der Maus zieht ihr das Sichtfeld ein bisschen zusammen. Oh, Alter, der Wagen, der brüllt aber auch. Ey, das ist... Das Reh da nicht schon vor Schock abgehauen. Das ist doch ein reines Naturwunder, ey. So, fassen wir auch zusammen. Hier in diesem Spiel gibt es auch einen Tag-Nacht-Rhythmuswechsel. Why not? Ey, ohne Witz, ey. Da wird doch kein Reh mehr stehen bleiben. So ein Motorgeräusch, ey. So ganz locker und lässig, wie es da stehen blieb. Fahranimation, der ist nicht der Oberbringer, aber naja. Das kleines Gimmick vorweg. Wäre ich da jetzt auf der richtigen Strecke, bin ich sehr schön. Also brauche ich eigentlich nur gerade ausheizen. Vielleicht hin und wieder nochmal ein Reh erschießen. Was war das denn für ein Geräusch? So. Immerhin wissen wir schon mal, wo wir Tierfell abgeben können. Das ist doch schon mal... Oh, Alter. Hier ist auch noch Sliding-Events hier. Jetzt drückt er auch noch hier richtig einen durch. So, wir sind wieder da. Parken unser Auto natürlich schön. Ein Panzerbrecher. Komm, weil wir es in der Fahrschule einfach gelernt haben. Ja. Was passiert eigentlich? Ist ja irgendwie eine Bremse? Ja, ist Bremse. Ich bin zu Hause! Mal einmal den Motorrohr nicht durcheulen lassen. Habt ihr das gesehen? Oh nein, 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 mein Auto fährt weg. Nee, es bleibt stehen, okay. Ah, Minimap hätte ich mir auch noch anzeigen lassen können. Na gut, das wäre ein Vorteil gewesen. So, also, wir haben mit den Customern geredet, wir haben mit denen geredet. Was gibt's denn noch zu tun? Try the keys in Max' room. Versuche die Schlüssel in Max' seinen Raum. Okay. Der ist hier. Ich muss mich erst dran gewöhnen, wo der Raum ist. Das ist ja, ne? So, der Raum ist offen. Ist das hier mein Raum? Oh, wir können alle Schubladen aufmachen.
Aber so eine 12 mm wäre was, also so eine schöne Gun werden wir, glaube ich, nicht normal finden, oder? Ist das hier überhaupt sein Raum? Ich weiß es gar nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Warum ist hier eine Badewanne voll mit Wasser? Wer war hier? Man hat hier einfach heimlich gebadet. Ha? Wer von den Ladies war wohl gerade hier? Schick. Oder auch nicht. So. Als hätten sie den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Wow, ich bin begeistert. Ihr habt ja richtig viel heute gemacht. So. Wieso, was soll ich denn hier ausprobieren? Fragezeichen. In meinen Raum. Hier war noch was. Oh, ein Segen von... Was ist das? Echt jetzt? Sind das eine Art hier Rouge-Dinger oder so? Ich habe keine Ahnung, alter Falter. Was ist das für ein Spiel? Wow. I'm so confused. Oh Mann. Wir gehen einfach mal hier hinten lang. Vielleicht ist hier noch irgendwo was, was ich übersehen habe vielleicht. Ist ja mal groß genug, das ganze Haus. So verstecktes, kleines, unteres Nachtzimmer oder sowas. Ja, ich hab's auch nicht so mit... Also hier hat man's echt nicht so mit Abschottung. War ja gut, ist ja auch keiner... Ein Flutlicht, Alter, mitten auf Basketballplatz. Ja, ist klar. Hier wird mit Strom nicht gerade gegeizt, wa? Ich will nicht wissen, was die pro Nacht payen, ey. Alter Falter, weh, das wird nicht teuer hier. So, kannst also überall rein... Ich hab mich, glaube ich, selbst die Tür vor der Nase zugemacht. Was soll ich denn machen? So... So, Special Wine, Rezepte, Food, Items. Ja, gibt's eine ganze Menge. So, Max Requiem, Safe Key. Ich habe einen Safe Key bekommen. Hier muss ein Safe irgendwo sein. Safe Key. Vielleicht doch hier irgendwo? Ach, da. Oh. Oh, nein. Nein, nicht jetzt, wo ich gerade mal eckig eine Hoffnungsschimmer bei diesem Spiel hatte und Geld kriegen würde. Hi, it's me again. Die sagt ihm, was ich bin's. Solange nicht viel reden, ist alles in Ordnung. So, was? How I'm busy all the day. Gonna hit again. Thanks for showing. Good to hear that you are all fine. Bestimmt nicht. Wie viel Geld kriege ich für dieses Spiel? Wie viel? Echt. Das ist unglaublich. Wie viel Geld bekomme ich dafür, dass die Alten hier eigentlich leben? Kann ich das schließen? Nein, die schreibt doch. Are you staying here tonight? Nein, 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 nochmal nein, nein, nein. Aber zum Anwählen habe ich nur Yep. I can't leave you all here. Warum nicht? Was interessiert's mich? Ist doch nicht meine Sache. Ah. I thought so. Ja, viel Spaß. Hey. Hey? Sie dachte schon. Mann, schreib schneller, ich hab's eilig. Never mind. Egal. By the way, yesterday a girl called and asked for Max. Ja, weiß ich doch nicht, mit welchen Schlampen der alles zusammen rumhängt. Vielleicht war das auch ein Lösegeldforderer. Wer weiß das schon hier in dem Spiel? Do you know who she is? Ja, klar, hast du bestimmt gleich gesagt. Ey, wenn die das jetzt echt gesagt hat, dreh ich durch. Aber du weißt, wer sie ist, heißt es ja. No. But the reception was bad. It's going on and off. Okay. Thanks for the info. Keep it in my mind. Ja.
Oh, hier ist echt eine Story drin, Alter. Das muss man sich mal überlegen, ey. Eine Story. You're welcome. Hope it helps. Nein, kein Stück. So absolut wie es. See you tomorrow. Oh, fuck you. Oh, Mann. Close. Oh, jetzt gib mir eigentlich die Kohle, ey. Geld? Oh, nein! Verdammt! So kurz immer vom Ziel, ey. Boah! Ach, Mann! Warum sprichst du denn nicht einfach? I'm sorry. Ah, ja, ist klar. Es war der Hexe denn. Ja, es... Doch, die Fresse! Mann! Was? Wieso? Was? Bist du meine Mama oder was? Kann so lange bleiben, wie ich will. Und wach bleiben. So, close. Fuck, endlich! Endlich krieg ich die fucking money. Give it to me. Das ist ja gar nichts, wenn ich mal berechne, dass ich 4000 für den Skin bekomme. Ach nee, das ist noch mehr. Okay, das kann man sich lehnen lassen. So, Combination. Future levels of the item will be unlocked. Wir haben noch 15 Minuten Zeit. Ich überlege gerade, ob ich mich hier hänge oder ob ich rüberrenne und sie erschieße. Wenn die jetzt... Oh! Leute, sie haben die Gardinen geschlossen. Okay. Ich glaube, das sollte mir Sorgen machen. So, wir gehen mal auf das Memo. Wir haben nichts mehr zu tun. Ich glaube, ich könnte jetzt auch wirklich mich einfach hinlegen und diesen... Oh, das musste einfach mal sein. Jetzt kriege ich gleich einen Anruf. Ah, hast du auf uns geschossen? Ey, reagieren die darauf gar nicht? Ich habe die gerade ein paar Kugeln durch die Fensterscheibe gejagt. Why not? Kann man ja mal machen. So, bed, sleep. Feierabend. Sleeping. Boah. Alter. Ja? Ja? Kaputt? Echt jetzt? Dauert das so lange, bis man Tag 2 ladet? Ach komm, hör auf. Nein, ihr seht auch einen schwarzen Bildschirm. Genau dasselbe sehe ich auch gerade. Ich sehe immer noch einen schwarzen Bildschirm, genau wie... Ach, low... Oh, oh, ah, lang gedauert. Oh, okay, alles klar. Ist in Ordnung, lade mal auf. Ach, alles gut. Lade, lade. Komm, lade, alles gut. Ja, loading, loading. Ja, dauert ja nicht lange. Insgesamt knapp eine Minute Ladephase. Das Run. Das ist wirklich hart. Und ich wache auf. Es regnet. Cool, dann hoffentlich bleiben die drin. So, Leute. Auf geht's in Tag 2. 12 Minuten haben wir noch. Die nutze ich noch voll aus. Oh nein! Oh,
Leise? Leise? Oh. Okay, okay. Okay, okay. Ah! Sie guckt in meine Richtung. Ich muss... Okay. Puh, das war knapp. Oh, mein Auto steht hier noch. Ein Glück. Ich kann noch entkommen. Ich kann noch abhauen hier aus dieser Scheißwelt. Wie schön, dass es neue Infos gibt für den Tag. Okay. Was passiert wohl, wenn ich... Die Reladesequenz erinnert mich irgendwie gerade so ein bisschen an CSGO oder sowas. Was war das? On a sneaky mission. Psst, sie darf uns nicht sehen. Sonst werden wir sterben. Okay, ganz kurz, sie ist gleich abgelenkt. Oh nein, sie guckt her. Ja, jetzt, 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 jetzt. Oh, ein Glück. Das war knapp. Schnell weg. Der Gastank ist da hinten. Wenn ich ihn nehmen könnte und hier reintun könnte, würde mein Albtraum eigentlich ein Ende haben. Oh, ich glaube, heute gibt's nichts zu essen. Naja, sie haben ein bisschen Senf und Mayo. So, komm, wollen wir mal gucken, was die Alte jetzt von uns will. Sag mal jetzt nicht, hier ist warm, es regnet wie Scheiße. Was machst du da? Hast du geistigen Abwurf? Oh. Sorry for calling so late last night. Ah. Because of my brother's an asshole. Isn't better than him. Thanks. Ich frage nicht, warum... Oh. Maybe you go swim? Hmm. The swimming pool on the rooftop is so beautiful. Too bad. I didn't bring my swimsuit over. Call your boyfriend asking to bring it over. How you're a nerdy teacher from a girl's school have a boyfriend? Englisch Literatur. Ah, schön. Puppe dich in der Nase. Good students. So is everything I can do to help, teacher? I'll tell you a secret. Nein! I've sweat a lot and I want to take a shower first. Warum kann ich denn... What in the hell is baby powder? Ich weiß, was Babypuder ist. Mine's are all gone. I hope I can find it around here. Ich soll Babypuder für sie kaufen. Damit sie duschen kann. Babypuder. Was hat sie denn vor? Warum kann ich mich nicht mehr... Ich bin gestuckt. Ich kann mich nicht mehr bewegen... Ich kann mich bewegen. Ich muss nur immer von 15 Meter raus aus dem scheiß Radius sein. Und ja, natürlich, es ist wunderbar. Es ist warm. Und wir haben einen super Pool oben auf dem Dach. Ihr habt einen Pool auf dem Dach? Wartet mal, wait. Ich will das noch sehen. So, jetzt gehen wir also zu den ihren Bereichen rein. Da ist niemand. Wartet, 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 wartet. Die haben eine Treppe. Bah! Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, geh rein da. Na los, geh. Ja, mach zu, die Scheißtür. Kann man das klopfen? Echt? I'm busy. Not now. I'm busy. Not now.
Good, dann nicht. Maybe I can find Baby Puder in Eric's Star. Nein, ich will ihn doch mal, Eric. Na, na. Hauen wir mal, klopfen wir voll an Nannas Tür. Die haben Pool? Ach, das ist eine Glaswand. Ich wollte gerade sagen, wie? Oh nein, sie steht da. Wieso habt ihr einen Pool hier oben? Warum habt ihr einen Pool und ich nicht? I'm swimming over my ocean. Am besten ist, du stehst bei Regenwetter immer noch draußen rum. Komm, wir wollen gleich wissen, was die noch will, damit unser Tag auch gar scheiße anfängt. Ey, im Regen. Alter, kriegst du's mit da hinten oder so? Es regnet, der Boden ist nass. Was willst du? Grins nicht. Invited? Give? Ich so, nee, ich talk nur mit dir, ich geb dir nix. Hallo, kennst du? Oh Gott, ich werde es jetzt bereuen. Oh. Do you know any mysterious places around here? I'm really interested. Birdis, warum gibt ihr mir dann so eine Entscheidungsfreiheiten? Don't worry. I always travel around and make videos. After all, this is my interest and my job too. Oh. Thanks. Bye bye. Manches. So, wir sollen also. Wieso regnet es hier rein? Ist hier kein. Okay. Ich hab nichts gesagt. Alles gut. Aber hier regnet es auch rein. So, wir haben noch 5 Minuten auf meiner Uhr. 5 Minuten qualvoll eine ziehende Lehre in mein Leben, in denen ich jetzt noch eben für euch losfahre und Babypuder hole. From Eric's Store. Das ist hier. Nein, wir fahren die Strecke. Wofür haben die sich sonst die Mühe gemacht, ein Auto einzugeben? Ich wollte erst Teleport machen, aber ich habe mir wirklich überlegt, die Strecke zu fahren, weil es würde mir einfach sonst keinen Sinn ergeben, so ein schönes Auto hier rein zu jagen. Schnell los! Das Wetter ist ja so heiß. Wir müssen Babypuder holen. Ja, Leute. Auf der 202, aber auch nett, dass das alles schön mit Wasser voll ist, ne? So leichte Wassereffekte haben sie ja auch. Nur, wisst ihr, was mir jetzt noch fehlt? So ein bisschen Reifenspritzen von hinten, sowas. Das würde mir jetzt noch fehlen. Halt, warte mal. Ich will mal was gucken. Haben wir auch eine Ego-Ansicht? Warte mal. Wir müssen mal ganz kurz was gucken. Wir haben doch diese... Lass mich mal aussteigen. Wir haben doch so... Warte mal, das war doch... Da war doch Ingard ganz kurz so. Google Maps. Nein, wie war das nochmal? Save, return to menu. How to control. Genau, lass mal ganz kurz gucken. Weapon, basic map. Schade. Use weapon, flashlight, Minikarte, Pause. Gets down, crouch, jump, sprint. Weapon control. Ja, das haben wir auch schon. Use by. Map. Schade, im Dings steht wirklich nichts drin. Nee, Basic Controls. Wir können höchstens mal auskundschaften, ob wir eine Ego-Ansicht in den Wagen bekommen würden. Leaf Car, Light, Map, Minimap. Ich glaube nicht. Aber wir können trotzdem mal ein paar Knöpfe drücken. Einfach mal so aus Spaß, ne? E ist verlassen, das weiß ich. TR. Na gut. Leider wohl doch nicht. Das wäre sonst ganz cool geworden, wenn wir eine Ego-Ansicht drin hätten. Schön aus dem Auto heraus, weil wir können ja echt weit weg scoren.
So. Über 202. Ach, wir müssen ja hier runter. Müssen wir eigentlich auch mal tanken? Wäre auch mal eine nette Idee. Ich meine, wofür gibt es eine Tankstelle, wenn wir nicht tanken gehen können oder sowas alles? Aber warum macht man das nicht in eine richtige... Wenn schon so ein Live-Simulator draus machen, dann würde es vielleicht Sinn ergeben. So richtig so mit Anstellen an der Tanke. Na, soll ja mal alles möglich sein. So, dann geht man hier rum. Findet keinen Tankdeckel und tankt sein Auto. Naja, oder auch nicht. So, Babypuder. Für 1,35 Minuten. Noch 1 Minute 53. Eric, check out, please. Talk. Hi. Do you need anything? Babypuder. Yep. In the back of the second aisle. Was? Wo? Painting? Oh Gott, das ist aber hier alles. Wondershare Box. Mini-Creme. Orange-Creme. Lass mich raten. Investigation? Ah, oh, Babypuder was out. So. Shampoo? Hairwash? Mini-Creme? Lass uns mal gucken. Handcreme? Schaugel? Man gibt die sich denn nicht mit irgendeiner anderen Scheiße zufrieden, ey. Hier so Parfüm, Nagellack, Nail Polish. What the fuck? Wieso? Wieso kann man das alles überhaupt kaufen? So. Kann man auch Schlüssellänger kaufen? Kann man auch. Ich muss mir, ja, es sind Ohrringe, ne? Ja, es sollen Ohrringe sein. So, du hast kein Babypuder mehr, du Trottel. Hättest du von deiner Sichtweise aus sehen können, du Spast. Hast nix mehr. Ja? All gone. We still have some in stock. Just a second. I'll get it for you. Ich frag mich allerdings, wer das ganze Babypuder hier aufgekauft hat. Oh nein. Oh. Du wolltest doch heute nicht mit mir sprechen, hast du doch vorhin gesagt. Where are you? Oh, endlich, die Zeit ist um. Oh, wow. Ich hab's überlebt, aber wir machen das mal kurz zu Ende. Wieso ist eigentlich noch meine Mimimap noch geöffnet? I'm outside, what's up, bitch? Komm. Komm! Alter! Was? Das andere kann ich nicht lesen, weil die Minimap noch gehört. I'm here to help. I'm not a... Ja, genau. Was heißt das nochmal? Sufferant? Genau. Achso, das Punkte, die sie geschrieben hat. Could you be kitty? So, ja, das... What is do? Okay. Okay. Close. Weg. So, meine lieben Leute. Bei... ich muss mal gucken, was das überhaupt sein soll. Nein, Eric kommt erst noch wieder mit Babypuder. Eric bringt uns... It's your lucky day. I have one bottle left. Den Rest hast du für selber verbraucht, wa? Für your babyface, huh? So, wir haben also $900. 900 fucking Dollar für ein Babypuder. Will er mich verarschen? Na gut. Also, vielen Dank fürs Zusehen bei den eine Stunde hier mit. Und wenn ihr wirklich mehr sehen wollt, dann muss ich einfach mal sagen, mache ich eigentlich sonst nie. Gebt einen Daumen hoch. Dann weiß ich auf alle Fälle, ich werde weiter durch die Hölle gehen. Und wir werden uns mehr von dem Spiel ansehen. Ansonsten werde ich da irgendwann mal reingucken, falls da irgendwas Interessantes mal sich passieren sollte. Auf alle Fälle, wenn ihr wirklich mehr von den Spielen sehen sollt, dann ist es zwar selten, dass ich das sage, aber gebt wirklich einen Daumen hoch, weil dann weiß ich, dass ihr das auf alle Fälle und mich weiterhin leiden sehen wollt. Weiß ich dann Bescheid. Und ich wünsche euch allen schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.